Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru Upsala, so herum. Riffelchips, Mac and Cheese und Riffelchips Hamburger Style aus dem Penny hier in meiner aktuellen Übergangswohnung in Berlin, weil ich da einen Wasserschaden in der anderen Wohnung habe, wohne ich gerade übergangsweise. Ja. In dieser Wohnung, keine Sorge, vielleicht denken einige von euch, oh mein Gott, was ist mit dem Junkfood-Guru los? Ist er jetzt obdachlos oder so? Nee, so ist es nicht. Es ist halt eine Übergangswohnung und die ist halt frei und deswegen kann ich hier für die nächsten Wochen wohnen. Ja, so sieht's aus. Mal gucken, was die Chips hier so können. Und ja, es wirkt alles wirklich so ein bisschen baustellenmäßig hier. Ne? Aber nichtsdestotrotz drehe ich hier trotzdem Videos für euch, denn im Endeffekt steht ja auch hier der Geschmack im Vordergrund. Was brauchst du mehr als eine Tüte Chips und den Junkfood-Guru? Klar, eine Großaufnahme braucht es und die gibt es jetzt. Ich werde mal die Tüten aufreißen, heute auch von unten, und dann gucken wir uns mal die Chips an. Das sind tatsächlich die Mac and Cheese Chips. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die doch so dunkel vom Gewürz sind. Es sind 175 Gramm in der Tüte und sie kosten 1,19 Euro. Und hier haben wir die Hamburger Chips. Die hole ich auch mal raus aus der Tüte für euch. Und ja, so sehen sie aus. Ganz gut gewürzt. Mal schauen, wie sie schmecken. Los geht's mit Mac and Cheese. Das riecht hier so richtig schön käsig. Mac and Cheese oder auf Deutsch Macaroni und Käse. In den USA sehr beliebt. Ich hätte jetzt einfach nur auf Käse getippt, aber schon ganz lecker und auch so geil riffelig. Ja, mit viel gutem Willen kann man es in der Richtung Mac and Cheese einordnen. Aber ich meine, dafür müssten die noch ein bisschen nudeliger und käsiger schmecken. Aber nicht schlecht. Also eigentlich sind 7 Punkte zu wenig. Ich finde, die sind echt lecker. Aber wegen dem Thema Mac and Cheese gibt es 7 Punkte als Kartoffelchips mit Käsegeschmack. Ey, locker eine 8. Richtig gut. Und weiter geht's mit Hamburger Geschmack. Und ihr könnt sehen, die Tüten sind von unten geöffnet. Manchmal finde ich diese Chips mit Hamburger, beziehungsweise Hamburger-Style oder Mac-and-Cheese-Style, aber insbesondere diese Hamburger-Style-Dinger sind manchmal echt so krass in eine Richtung gehend. Ein bisschen überwürzt finde ich die manchmal. Ui! Jetzt schmecken die sogar leicht gurkig. Erst so ein bisschen überwürzt, jetzt gurkig. Aber ich habe die auch von unten aufgemacht. Und ja, wenn ich mir einen Hamburger mit einer Gurkenscheibe vorstelle, da juckt es mir schon in der Nase. Kommt dem schon nahe. Hat auch ein bisschen so dieses Hamburger Fleisch-Gewürz-Geschmackserlebnis. Das hat es schon irgendwie. Also, zu dem Preis kann man echt nicht meckern. Und geschmacklich sind die okay. Also vom Geschmackserlebnis. Also der Crunch ist geil, die Chips sind schön knusprig. Die Chips auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich hier nur bewerten, jetzt ohne den Geschmack. Vom Crunch her würde ich 8 bis 9 Punkte geben. Jetzt Hamburger-Style finde ich ein bisschen besser gelungen, ein bisschen komplexer als dieses Mac-and-Cheese-Style. Deswegen bekommen die von mir gute 8 Punkte. Erwartet jetzt nicht den 100%igen Hamburger-Geschmack, aber das, was man da rausgeholt hat, finde ich in Ordnung. Und ja, hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, einen Daumen nach oben. Ui, fettige Chipsfinger. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und dann bestimmt vor schönerem Hintergrund. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.